Wir waren doch am Anfang, beim Tutorial waren wir doch auch schon mal auf so einer Raumstation. Siehst mal, wie hohl ich bin, dass ich vergessen habe, wie das funktioniert. Oh, hier erstmal Zeug mitnehmen und dann gucken wir uns mal ein bisschen. Schick. Barrett, steh mir nicht mehr im Weg rum. Ja, ein bisschen kahl eingerichtet, aber was kostet kalt? Vin Diesel in nach dem Sommerurlaub. Ja, rede. Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut. Freut mich, Wladimir. Von wegen Neuling. Ich war ein Space Miner. Neuling an Deck? So reden nur Piraten, oder? Ja, freut mich, Wladimir. Aha, Vlad hat dir einen Spitznamen verpasst. Du gehörst zu uns. Zu gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Jemand hätte dich holen sollen. Es war unglaublich. Das passiert mir auch manchmal. Dann vergesse ich die Zeit. Durch das Auge gespäht? Ist das wieder so ein Piratending? Naja, jemand hätte dich holen sollen. Hätte mich wohl nur über die Störung aufgeregt. Bei der nächsten großen Enthüllung bin ich dann dabei. Das war ja nicht die letzte. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graph-Antrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher. Verstehe, ich muss dem also selbst nachgehen. Klingt nach einer Spur, die ins Leere führt. Das Lichtermeer? Der Scan kann noch so gut sein. Das Licht ist nur so schnell, wie es ist. Und all das Rauschen der interstellaren Materie da draußen erschwert die Eingrenzung. Wir können dir nur geben, was wir haben. Verstehe. Ich muss dem also selbst nachgehen. Allerdings gehen da draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Ich spiele nicht gern den ängstlichen Alten, aber ich bin alt und sorge mich. Ich halte nach Andrea Ausschau. Sowas braucht Zeit, sicher geht es ihr gut. Wer ist Andrea? Erzähl, Foto? Noch ein Neuling bei der Constellation, der sich einen Namen machen will. Sie arbeitet gern alleine. Was ich verstehen kann. Darum passe ich auf sie auf. Okay. Ich halt Ausschau. Oh. Mach Werbung. Dir ruhig Sorgen um sie, Vlad. Sie ist schon eine Weile da draußen. Ich habe zwei Orte auf deiner Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Naja. Hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Viel Glück. Aber ich finde es gut, dass sie die Gesichtszüge, also die Grimassen, gepatcht haben. Das war ja am Anfang ja schrecklich. Die waren ja tot. So. Ich wusste gar nicht, dass Crimson Fleet-Mitglieder in Rente gehen können. Wie bist du zur Constellation gekommen? Bist du oft in der Loge zu Besuch? Deine Artefaktsuche muss ja ein Vollzeitjob sein. Deswegen habe ich deine Willkommensparty verpasst. Musste die ganzen Daten plotten, die das Auge uns gibt. Hätte aber nichts gegen eines Helfers Hand. Könnte der Sache mehr Schub geben. Aktuelle Planetenscans würden helfen, die Daten zu filtern, die ich durchsuchen muss. Helfen, die Anomalien-Nuggets zu finden. Und die Constellation kann dir ein, zwei Credits zuschieben. Alles, um die Sterne zu verkarten, oder? Ja. Planetendaten, die kann ich dir besorgen. Woher bekomme ich diese Scans? Wenn du einen Planeten orbitierst, finden deine Scanner Informationen aller Arten. Lebenszeichen, Ressourcen, Strukturen, wo sie nicht sein sollten. Okay. Das alles wird in Daten runtergeladen, die du jedem geben kannst, der Interesse daran hat. Und die Constellation hat immer mehr Interesse als andere. Okay, verstehe.
Dann sind wir Hand in Hand in Übereinstimmung. Jetzt geh und verbrenne Helium. Ich habe Planetendaten für dich. Und die Dunkelheit wird um eine Kerze mehr erhellt. Alter, ich habe schon so viel gescannt. Das zählt jetzt nicht. Hör mir auf, du. Ja. Dann nicht. Ja, okay. Dann kauen wir wann anders Worte. Dann kauen wir wann anders Worte. Okay. Lauf, Forrest, lauf. Na komm, gehen wir direkt ins Cockpit. Ich habe etwas für dich. Für mich? Was denn? Willkommen zurück, liebe Nicht-Abonnenten. Wo ist er denn? Kann ich helfen? Oh, das stört mich. Ego. Barrett? Barrett. Ah, da ist er doch. Excusez-moi. Es wird Zeit, dass wir unsere Wege trennen. Hast du was für mich, Barrett? Ja. Hier. Bitte. Alien Kebabs. Okay. Danke. Schön, dass du unversehrt zurück bist. Ja, ich passe halt auf. Okay, okay. Jetzt sollten wir aber erstmal. Was? Wo? Ressourcen zeigen? Ah. Das kann ich dann scannen, oder? Wasser. Ah, Landeziel. Oh. Chlor. Wasser. Argon. Okay. Ja, da ist noch ein bisschen was zu erledigen. Das ist richtig. Aber... Ah ja. Da-da-da-dam. Das leere Nest. Reise nach Aquila City. Ja, dann gehen wir mal. Oh. Da irgendwo hin. Zeig mal. Oh, ist weit. Komme ich da hin? Ah. Was? Reisen nicht möglich, weil? Ach so, weil das Schiff noch angedockt ist. Oh, Digga. Abdocken. Klar, Mann. So, warte mal. Wenn ich jetzt... Ich würde das jetzt mal testen hier. Also probieren. Wenn ich jetzt hier die Waffen jetzt mal ausmache und alles auf Gravity-Sprung packe, kann ich den dann direkt auswählen hier? Mit E? Ja. Mit R sehe ich die Missionen. Boah, cool. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. Macht's ein bisschen einfacher als, ist es nicht. Feindlicher Kampfantrieb außer Betrieb.
Haha. Ich drücke mal den falschen Knopf. Hey. Upp. So, der andere war hier. Aua! Hab dich getroffen. Komm her, Digga. Komm her. Hallo? Wo bist du? Okay. Dann anders. Alter, dann mach mich kaputt. Wo bist du? Das ist doch ein Drecksack. Wir können nicht springen. Das ist ein Sack, Alter. Du bist Geschichte. Boah, ich bin gleich kaputt, Mann. Reparier schneller. Da. Oh ja, wir haben schon zwei Skillpunkte. Oh, stopp! Ist so schnell. Der Kampfantrieb läuft wieder. Ja. Okay. So, dann landen bitte. Ich bin ja gerade mal froh, dass wir da nicht immer Ersatzteile organisieren müssen, kaufen müssen oder so. Wie bei No Man's Sky. Oder habe ich zufälligerweise so viele... Oh, das war's kaputt. Oder habe ich zufälligerweise so viele Schiffsteile, dass das hier... sich automatisch reparieren kann. Mit denselben Herausforderungen konfrontiert. Es fasziniert mich endlos, wie diese Lösungen sich ähneln. Okay, wie weit? Oh, nicht weit. Oh! Da ist ein Artefakt. Oh nein! Digga, stopp. Hast du noch den Bohrer? Nur zu, wir haben hier Zeit, um ein bisschen umzuräumen. Cutter, jawohl, den brauchen wir. Her damit. Mhm. Mhm. Den Cutter brauchen wir nämlich zum Cutten. Eine Blume. Scannen. Okay. Ich scanne mal alles hier. Frustrohr. Ja, ist ein Golfplatz. Naja, unbekannt.
Oh oh. Da kommt jemand. Hab's genau gehört. Da. Verdammt. Boah, was ist hier denn los? Okay, komm. Beeilen wir uns ein Stück. Oh, Viecher. Will ich auch scannen. Bitte sag, dass du das gescannt hast. Okay, ja. Gut. Du hast es. Oh. Wow. Mhm. So. Oh, was haben wir denn hier? Kupfer? Kupfer. Gut. Kann ich ja nicht einen Außenposten errichten? Geht das hier? Das geht tatsächlich. Das muss ich halt nur rauskriegen, wo. Bereich ist eingeschränkt, ja, ist schon klar. Weil das ist ja auch eine Aufgabe. Und auf einem Planeten, ich habe vergessen auf welchem, haben wir noch einen, den wir da anstellen wollen. Platzierst du ein Außenpostensignal, kannst du Objekte und Gebäude bauen. Mit Q und T kannst du durch die Baumenükategorie schalten. Q und T, das sind die. Mit Tab wechselst du in den Modifizieren-Modus. Um Außenpostenobjekte zu bauen, brauchst du Items und Ressourcen. Beim Bau eines Objekts werden die Materialkosten automatisch aus deinem Schiffsfrachtraum oder Inventar abgezogen. Ah ja. Extraktor Wasserdampf. Ja, Wasser wird mehr Sinn machen, ne? Hier geht's nicht, muss da drin sein. Bau. Extraktor Wasser benötigt Energie, um zu funktionieren. Errichte über die Kategorie Energie eine Energiequelle, um das Objekt zu versorgen. Energie. C. Ah. Solar. Solala quasi. Wow. Ja, cool. Haben wir noch eine Windturbine? Habe ich so viel? Ressourcen? Ich glaube, ich brauche noch mehr Solar. Alter, ich sehe überhaupt nichts. Oh, hier. Bau noch eins. Hast dein Auge da. Ja. Jetzt wird hier Wasser abgebaut. Okay, cool. Ja, das soll erstmal reichen für den Anfang. Aber warte, ich muss ja doch irgendwie noch jemanden zuweisen können. Um Schnellzugriff zu öffnen. Transfer. Wasser, ja, ist klar. Bauen, umbenennen. Aktivieren. Da ist so aktiviert, oder? Wegen löschen Kabel. Achso, ne. Oh. Jo. Lass erstmal. So, was ist eigentlich das hier? Kann ich das in Beschlag nehmen? Danger. Oh, was haben wir denn da, Alter? Schildschale. Will ich scannen.
Ich habe das dumme Gefühl, dass das Vieh mich eiskalt töten wird. Okay, warte mal. Schnell, lad nach, Alter! Kann ich jetzt immer noch scannen. Halluzinogen, okay. So, genau. Oh, noch eins. Was machst du denn? Ich habe nichts gesehen. So, jetzt würde ich so ein Teil noch scannen. Scheint geklappt zu haben, ne? Ja, glaub schon. Okay. Oder lass doch hier, genau. Hey, hey, hey. Wollte ich doch gar nicht. Ach so. Oberflächenkarte, außen. Was? Ah, ja, okay. Jetzt weiß ich, wo ich einen falschen Knopf gedrückt habe. Kiste mit Credits. Ja, aber cooler Außenposten, muss ich zugeben. Den würde ich komplett in Beschlag nehmen. Aber cool, das erste Mal, dass wir so wirklich auf einem Planeten rumgucken. Ist schon gescannt. Um was zu machen. Oh, hier. Piraten. Okay. Krabbeln wir mal darunter und holen uns das Artefakt. Beziehungsweise wir gehen erstmal gucken, was er so einstecken hatte. Dann verlassene Außenposten. Kann ich den nicht einfach übernehmen? Ich weiß es nicht. Dafür haben wir sicher noch Platz. Ja, sicher. Muni. Schrotflintenpatronen. Oh. Oh. Die ist besser. Die ist besser. Zeig mal. Was war sortieren? Z. Nach Schaden. Oh. Okay. Das war die, wo wir gekriegt haben vorhin. Können wir nicht gleich mal aus... Tauschen geht. Naja, komm, wir machen es dahin. Ich könnte ja auch. Na. Lassen wir erstmal. So. Oh ja. Beautiful. Eine Klemme. Okay. Gehen wir mal gucken, ne? Was uns hier erwartet. Aber erst trinken wir mal was. Prost. Ah. Was fein. Hm. 21, ja komm. Lass uns mal eben hier da reingucken. Bist du sicher? Such weiter. Ich habe ja gesucht,
Oh, viel bessere Waffe. Delgados. Ist doch richtig. Ja, Munition haben wir jetzt gar nicht so viel. What the hell? Ström mal mit. Was kann die denn, die Milström? Munition scheint hier ein Thema zu sein. Du denn da? Alter, wie bist du da reingekommen, Barrett? Ich hole Hilfe. Naja, aber wisst ihr was, Leute? Genau hier speichern wir mal. Weil ich sehe schon, das wird wieder viel zu groß.